Hallo liebe Zuschauer, hier ist mein neues Intro. Und das kommt jetzt vor jedem Video, also viel Spaß dabei. Sie kommt zum letzten Part meiner Heckvorstellung und sie werde ich ein bisschen das Obergeschoss zeigen. Und ein bisschen zeigen, was ich hier alles verändert habe. Hier ist der Bonbon. Mal sehen, ob ich den hier lasse, weil normalerweise habe ich gesagt, ich verändere alle, aber ich glaube, den lasse ich hier mal. Hier oben seht ihr schon die Wasserdinger da, damit ihr euch da hochschießen könnt. Da oben sind zwei Sterne und mindestens ein Secret. Das heißt, falls ihr die Secret-Suche gehen müsst, wollt, hier oben ist auch ein Secret. Dann, was kann ich noch zeigen? Ach ja. Hier, wenn ihr euch etwas falls schießt, halten euch die Tromps auf. Oder Steinblöcke auf Deutsch. Englisch heißen sie ja Tromps. Hier, dieser Chuck hier ist weg. Na, komm hoch da. So, hier drüben ist, als ich meist meiner Meinung nach nur 10 Münzen. Ja. So, was habe ich hier nicht noch so verändert? Eigentlich, ja, die Secrets sind eben woanders. Und was hier noch sozusagen ist, eigentlich nicht viel. So, jetzt. Ja, was mache ich schon wieder? Ich beende schon wieder. Jetzt kann ich wieder von unten anfangen. Wieder hier schnell durch. Oder auch nicht. Geht doch. So, dann gehen wir gleich mal in Coopers Heimat, wie sie in meinem Hack heißt. Na komm. Okay, dann mache ich es halt anders. Komm, ich will darauf. Geht doch. So, hier. Ist auch nicht so viel anders. Also werde ich die Welt mal wieder verlassen. Außer wie ihr gesehen habt, dass ihr halt schneller raufkommt. Was bei klein ist, ja. Könnt ihr selbst ausprobieren. So, meine Lieblingswelt. Der Pilzberg. Irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Eigentlich wollte ich zeigen, dass mich dieser Wind hochträgt, aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Egal. Hier, wer den AB-Trick kennt, kann ja auch so machen. Genau, er cheatet sich mal durch die Wand durch. Okay. Das kann auch nicht. So perfekt durch die Wand durchglitschen. Na, jetzt reicht's aber.
kann sie nicht zeigen. Hier so hoch. Einfach die ganze Zeit hochtreten. Und schon ist man die Hälfte des Berges oben. Und hier noch 10 Münzen. Na, wo ist denn der Flyer hin? Ein unverschiebbarer Block. Und eine umdrehbare Kamera. Was soll das? Egal. Zeigen wir diese Welt auch noch von ganz unten. Hier seht ihr schon, zu diesem Stern kommt ihr nur, wenn ihr von ganz oben runterhüpft oder vielleicht mit Glück auch mit dem Fly Guy, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß, es geht von ganz oben. Wartet. Ich probiere das mal aus mit diesem Fly Guy. Ja, dazu müsste man dann wissen, wo er ist. Ja, wie ihr schon seht, hier ist eine rote Münze. Dort, wo früher die Kanone war, ist jetzt keine mehr, dort ist nur noch eine rote Münze. Hat man eh jetzt im Vorbeifliegen auch gesehen, dass da eine rote Münze war. Die Kanone ist eben nicht mehr dort. Die habe ich entfernt. So, also zudem braucht ihr da unten eigentlich nur hin, wenn ihr die rote Münze haben wollt. Steht sogar ein Hinweisschild davor noch. Hier haben wir noch die Eiswelt. Ja, das wird mich dann in meinen Let's Plays sicher auch nerven, dass ich da normalerweise nicht so schnell rauskomme. Hier, dieser Bully hat zwar Verstärkung von den Jackies bekommen, aber ist auch nicht viel stärker. So, was habe ich hier noch so? Ja, da drüben. Warum hier wohl ein Block ist? Ja. Egal. Sonst, ja, was ich euch noch zeigen kann, wenn ich es schaffe, wenn nicht, müsst ihr es halt selbst rausfinden. Schade. Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, da oben auf der Spitze ist auch eine rote Münze. Die müsst ihr dann mit, entweder mit dem Cooper-Panzer holen. Oder ich weiß nicht, ob man sich da hochtreten kann. Ich probier's mal. Ja, wer diesen Trick hier könnt, könnt ihr sie auch so holen. Und dann ein bisschen Moonwalk. Und ja, was gibt es zu dieser Welt zu sagen? Hier oben, wie ihr schon seht, ist ein Stern. Ganz oben auf der Spitze ist eine Kanone. Mit der müsst ihr euch dann zum Stern schießen. Das ist eigentlich das Schwierigste schon fast in dieser Welt. Ja, hier ist auch keine Kanone mehr. Hier ist auch nur eine rote Münze drin. Und ja. Nee, wartet. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte zurück. Und mir diesen Stern vom Bulli holen. Ach, egal. Dann hier noch die dunkle Uhr. Wie ihr schon sehen könnt, der Start ist ziemlich fies. Hier müsst ihr es so, warte mal, vielleicht schaffe ich es so. Ja,
Ja, und dann müsste es sich normalerweise ausgehen. Es wird zwar ein paar Anläufe brauchen, aber wenn ihr da mal drüben seid, ist es nicht allzu schwer. Und falls ihr da wirklich niemals rüberkommt, einen Stern kann man in dieser Welt immer holen. Und das ist dieser hier. So, dann wagen wir uns an die letzte Welt. Weil die Bonuswelten zeige ich ja nicht. Die Luftwelt, da hat sich nicht viel verändert, außer dass die roten Münzen ein bisschen woanders sind. Und ja, hier. Mal sehen, ob sich das von hier ausgeht. Ja. Genau so geht sich's nicht aus. Und das waren eigentlich alle Welten. In der letzten Welt ist eigentlich nicht viel anders, ist eigentlich viel anders. Aber das dürft ihr gerne selbst herausfinden. Denn es ist ja nur ein kleines Let's Show und kein Let's Play. Also bis dann. Und ich freue mich, wenn mein Hack spielt.